Woran erkenne ich denn eine kranke Pflanze? Ja, also kranke Pflanzen zeigen einem das ja. Also das heißt, also das ist, kranke Pflanzen zeigen mir genau, wenn es dir nicht gut geht. Weil entweder lässt du die Blätter hängen, ja, das heißt, sie sieht traurig aus. Also eine gesunde Pflanze ist vital, die glänzt im Blatt. Und sobald sie irgendwas hat, ist wie bei Menschen. Also wenn ich fahl bin und ja, wenn es mir nicht gut geht, dann sehe ich auch nicht toll aus. Und so ran erkennt man das also. Also auch wenn ich Haarausfall habe, ja, dann geht es mir auch irgendwo sicherlich nicht was gut. Irgendwas falsch, ne? Also ja, Blätter genau. Fallen runter, und die Blätter, genau, und die Blätter fallen runter. Also die Pflanze zeigt mir immer genau, was sie braucht. Auch wenn es nur Wasser ist. Was könnte denn jetzt anstelle von Wasser oder auch Wasser eine Erste-Hilfemaßnahme sein? Also die Erste-Hilfemaßnahme ist bei mir, die ich erstmal mache, ich gucke erstmal, ob die Pflanze ordentlich ernährt ist. Weil das ist A und O. Das ist wie beim Menschen auch. Wenn ich hungern muss, werde ich auch krank. Und das ist das Erste. Das ist das Erste, was ich gucke. Und wenn ich daran sehe, dass die Pflanze nicht ordentlich ernährt worden ist, dann weiß ich, das ist die Ursache. Daran muss ich arbeiten. Wie kann ich das denn erkennen? Da habe ich ein Messgerät für. Ich habe das so in meinem Koffer zum Beispiel. Bitte, den Arzneikoffer können wir ja, gerne mal. Also das ist halt einfach keine Frage. Da kann man halt mal gucken. Da habe ich hier so ein Teil drin, wenn ich immer so rübergreife. Also das ist mein Teil, damit, das ist die erste Maßnahme, die ich hier mache. Das heißt, die habe ich so ein Teil, das stecke ich dann hier rein. In den Boden da? Genau, und gucke, drücke hier drauf. Also hier sehe ich zum Beispiel, ist gar nichts drin. Ja. Aber jetzt nehmen wir das, stecken wir da drüben rein. Ja, das in den Elefantenfuß. Ja, genau. Ja. Einmal reinstecken, so, und jetzt drücke ich hier drauf. Und ja, stecken wir auf die andere Seite rein, mal nochmal nächstes so, das ja, jetzt sieht man das. Ist schon im gelben Bereich. Ja, sieht man gelben das Bereich mit der Kamera eigentlich, was wir hier gerade messen? Guck mal, ich möchte das ja, Ihnen einfach mal selbst drauf zeigen. Welche Kamera soll ich mal zeigen? Guck mal, du kannst auch über die Schulter hier in die 3 zeigen. Guck mal. So. Dann lieber in die 1. Guck mal da. Genau. Ja, um den Ausschlag? Offen. Genau. Jetzt sieht da oben, wo es rot leuchtet, da sieht man, da, dass da genau tatsächlich was. Was genau zeigt das an, dieser PE-Controller? Der zeigt mir jetzt an, wie viel gelöste Nährstoffe, Nährsalze jetzt hier in der Erde ist. Mhm. Und ja, ob die Pflanze dann überhaupt verfügbare Nährstoffe hat. Manchmal kann es ja umgekehrt sein. Also das Problem bei unseren Pflanzen ist so, also Zimmerpflanzen, die haben meistens Hunger. Aber die Pflanzen, die draußen sind, die sind einfach übersättigt. Das heißt, die werden krank, weil sie zu viel Futter kriegen. Warum? Das ist zu viel Nährstoffe. So, weil der Boden zu viel drin hat. Also ja, genau. Das ist wie, wenn du jetzt hier den ganzen Tag sitzt und ich bringe dir von morgens bis abends das Essen. Ja. Ja, und du musst nichts anderes machen als nur essen. Du brauchst dich nicht mehr bewegen, du musst gar nichts machen. Ja. Und werde ich träge, werde ich krank, werde ich schlapp. Und so ist das bei den Pflanzen auch. Das heißt, wir haben zu viel Nitrat im Boden. Und dieses Nitrat ist das beweglichste Nährstoff. Das heißt, Nitrat geht zur Wurzel hin. Da müssen die Pflanzen nicht hinterher wachsen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mit viel mineralisch dünge, dann, wenn ich mir mineralischen Dünger kaufe in den billigen und hau das an meine Pflanze dran, muss meine Pflanze nichts dafür tun. Ja, das heißt, es ist sofort verfügbar, die Nährstoffe. Und wichtig ist aber, dass die Pflanze Wurzeln bildet. Sie muss den Nährstoffen hinterherwachsen. Das heißt, man muss die Pflanze auch ein bisschen anreizen, ein bisschen anpicken, dass sie was tut, dass sie was genau Wurzeln ausbildet. Genau, weil erst recht bei so einem Wetter, was wir im Moment haben. Nur eine Pflanze, die viel Wurzeln gebildet hat, kann natürlich auch so eine Hitzeperiode umstehen. Das heißt also, wenn ich so eine überdüngte Pflanze habe, die kaum Wurzeln hat, die ist nicht überlebensfähig. Das heißt, der muss richtig Wurzeln da sein, damit sie tief in die Erde gehen kann und eben auch dann an Wasser drankommt.